auf den Sandweg und sieht bei jeder Aufgabe der Feuerwehr vom Ende des Ständes parat. Genau, also der Stand entwickelt sich immer noch, parallel ist die Feuerwehr mal da. Also das Bett hat jetzt angefangen zu brennen. Man sieht auch durch die Brennexplosion, dass auch der Fahrer relativ schnell in Brand gerät und es entwickelt sich innerhalb Sekunden zu einem ausgedehnten Küchenbrand und wenn es weitergeht, auch zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand. Die Feuerwehr wird jetzt parallel außen belagert und den ersten Artenschutzdruck ausrüsten, der die Brandbekämpfung in der Küche macht, um den Brandherd in den Bereich zu belasten, wo er ausgeführt wird. Und nicht auf die ganze Wohnung. Parallel zum ersten Druck, der sich mit Wasser ausrüstet, wird ein weiterer Artenschutzdruck ausgerüstet, damit er im Falle einer weiteren Möglichkeit oder falls den ersten Druck auskämpfen. Wir sehen auch, dass es für die Schlafenaufrüstung ist. Wenn man sich das vorstellt, mit der neuen Technik der Strahlrohre, wo man das Wasser abgibt, wird natürlich auch verhindert, dass die Wassermenge einen größeren Schaden verursacht als der Brand selber.